Ja, ich will nicht verschweigen, dass wir uns gerne ein anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gewünscht hätten. Es handelt sich doch bei dem Gesetz von Frau Nahles um einen tiefen Eingriff ins Streikrecht, der nicht nur die kleinen Gewerkschaften trifft, sondern auch größere Gewerkschaften wie Verdi. Wie umstritten die Sache war, sieht man ja auch daran, dass 2 von 8Richtern eine andere Auffassung vertreten. Trotzdem, Frau Nahles ist lediglich mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes sind doch so groß, dass eigentlich das Gesetz neu geschrieben werden müsste. De facto muss sie jetzt eine Regelung finden, wie die kleinen Gewerkschaften die Interessen ihrer Mitglieder vertreten können. Die kleinen Gewerkschaften dürfen natürlich nicht zur kollektiven Bettelei verurteilt werden, sondern sie müssen in der Lage sein, Tarifverträge durchzusetzen. Das wird gar nicht so einfach sein. Ich glaube, das Gesetz muss insgesamt umgeschrieben werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat durchaus gesehen, dass massive Eingriffe in das Streikrecht nicht erlaubt sein dürfen. Ich hoffe, dass die Bundesregierung oder die zukünftige Bundesregierung, ich glaube nicht, dass es die jetzige noch machen wird, sehr schnell handelt und die ganze Sache nicht auf die lange Bank geschoben wird. Welche Nachbesserungen würden Sie denn jetzt konkret vorsehen? Naja, das Problem besteht ja darin, wenn die kleinen Gewerkschaften nur Tarifverträge der stärkeren Gewerkschaften nachträglich unterzeichnen können, sind sie eigentlich völlig entmachtet, eigene Tarifverhandlungen zu führen. Wenn man das nicht will, dann muss man diesen Passus ganz grundsätzlich ändern. Das heißt aber, dass dann das Gesetz wirklich umgeschrieben werden muss. Und jetzt vielleicht die Frist noch bis 31.12.2018, ist das jetzt eine Zeit, die eigentlich zu lange ist? Nein, also diese Frist kann bequem eingehalten werden. Ich hoffe doch, dass die gar nicht ausgeschöpft wird. Die ganze Sache eilt. Es gibt da laufend Tarifverhandlungen, aber ich will noch mal betonen, es sind nicht nur die kleinen Gewerkschaften betroffen. Auch die Gewerkschaft Verdi ist dagegen das Tarifeinheitsgesetz aufgetreten, weil sie in verschiedenen Branchen durchaus betroffen ist. Es geht insgesamt um das Streikrecht und dieser Sache muss die Bundesregierung gerecht werden. Wir fordern die zukünftige Bundesregierung, wie immer sie auch aussehen wird, dazu auf, das Gesetz wirklich so umzuschreiben, dass das Streikrecht nicht angetastet wird. Wenn Sie wollen. Naja, kleinere Gewerkschaften koalieren ist da ein bisschen wirklichkeitsfremd, weil wir haben ja kaum eine Branche, wo es mehrere kleine Gewerkschaften gibt. Es gibt eben zum Beispiel im Bereich der Bahn die GDL und dann gibt es eben die klassische DGB-Bahn-Gewerkschaft. Ja. Also da haben sie nicht noch zig andere Gewerkschaften da. Ich bin ja auch gar kein großer Anhänger von Gewerkschaftsspalterei, aber ich bin eben der Meinung, wenn man das Streikrecht antastet, dann macht man einen ersten falschen Schritt und damit dürfen sich die Gewerkschaften insgesamt, egal ob sie direkt davon betroffen sind oder nicht, nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil, sie müssen dagegenhalten. Auch nochmal kurz zur Tarifeinheit. Seit es das Gesetz gibt, musste es ja nie angewandt werden. Hat es nicht auch vielleicht so eine disziplinierende Wirkung schon entfaltet? Ja, ich bin ja gar kein begeisterter Anhänger davon, dass es disziplinierende Wirkung hat. Insgesamt kann man ja nicht davon ausgehen, dass bei uns die Gewerkschaften in Deutschland zu viel streiken. Wir haben in vielen Bereichen zu niedrige Löhne und die Tarifverträge sind nur noch für einen geringen Teil der Beschäftigten da. Also das muss sich grundsätzlich ändern. Eigentlich müsste auch eine sozialdemokratische Partei in diesem Land alles dafür tun, die Gewerkschaften zu stärken. Wir haben ja wirklich das Dilemma, wo keine Tarifverträge sind, wo keine Gewerkschaften sind, sind die Löhne durchschnittlich um 20% niedriger als dort, wo wir Tarifverträge haben. Das ist inzwischen ein Riesenproblem, dass praktisch der Lohndrift so weit auseinandergeht. Also die Devise fortschrittlicher Politik muss sein, Gewerkschaften zu stärken und nicht sie weiter zu schwächen.